Läuft. Hi, ich bin's, es ist ein Puppisaure Jurassica Parker, live aus Berlin, Weinhaus Filmer, da ist das Brandenburger Tor. Ja. Viele kennen es auch von euch vielleicht aus Berlin Tag und Nacht oder so, oder aus den Heute-Nachrichten. Oder von Phoenix. Ich bin heute zusammen hier mit meiner Tochter Jackie O'Weinhaus. Film dich mal kurz. Ja, aber nur ganz kurz. Jackie O'Weinhaus, ja, die ist ganz toll, wow. So, ich kämme mir gerade meine Haare, weil die nerven mich extrem, weil es hier ist Wind. Und die Weinhaus hat mir jetzt einen schönen Zopfgummi gegeben. Das ist ein Paketgummi. Aber wie sagt man, meine Oma hätte gesagt, ein Schießgummi. So, damit mache ich mir jetzt so einen richtig schönen Seitenzopf, damit der Wind nicht so nervt. Vielleicht mache ich mir auch nachher noch so eine Fickpalme, mal gucken. Und wir sind hier heute, Weinhaus, lach nicht, wir sind hier heute auf einem großen Bürgerfest. Und zwar die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat das langerhand organisiert. Hier gibt es heute Diskussionen auf der Bühne, es gibt 20 Infostände gegen Geschlechterdiskriminierung. Die Veranstaltung heißt jedes Geschlecht gleiches Recht. Oder gleiches Recht, jedes Geschlecht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und das wird ganz toll, es werden tolle Künstler auftreten und ich werde der Pausenclown sein. Ich liege in den Umbaupausen, liege ich immer auf. Und meine Ansage war, oder die Ansage, die ich bekommen habe, war, bitte seichte, unkomplizierte Mainstream-Musik. Wenn ich was kann, dann das. Seicht und unkompliziert, das ist ja mein zweiter Vorname. So, Weinhaus, das ist unser Backstage. Ja? Soll ich den mal kurz demonstrieren? Ja, demonstriere den mal. Die Weinhaus demonstriert jetzt den Backstage. Das ist der Backstage. Guckt euch an, wie süß der gestaltet ist. Das ist richtig, da ist ein Tisch. Zeigt mir den Boden auch mal. Ist der Boden schön? Guck mal, wie schön dieser Boden ist. Der ist so süß gestaltet. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Gestürzt? Nein, ich habe den Boden demonstriert. Okay, wir machen gerade ein Video. Das ist Oliver. Ja, ich bin Oliver. Hi. Hi. Was Oliver gibt's denn? Ist für uns zuständig. Es gibt Sekt. Geil. Sekt ist unterwegs. Oh, super. Geil. Danke, Oliver. Bitte schön. Gute. Das ist so süß. Vielen Dank. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja. Jeden Tag aufs Neue. Yeah. Ja, yeah. Oder? Oliver Danke. Dachte, ich sei hingeschlagen. So, der Oliver ist nämlich unser zuständiger Transenbetreuer. Und der Transenbetreuer, der Oliver, der hat, und die Weinhaus ist hingegangen, gesagt, sondern gibt's hier keinen Sekt. Und da hat der Oliver, der Sekt ist hier heute nicht vorgesehen, weil das ist eine Veranstaltung des Bundes. Eine offizielle Veranstaltung. Hier gibt es normalerweise nur Wasser und Speichel. Im eigenen Mund. Aber unser Speichel besteht aus Sekt. Und wenn man so einen trockenen Mund hat, dann braucht man einen neuen Sekt. Du hast hier so eine Knödel. Ja? Ja. Warte mal, ich habe hier Knötel. Da, wo der Gummi ist. Ja, ist egal. Guck mal hier, guckt mal da. Da ist das Hotel Adlon. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen. Da hat der Michael Jackson sein Kind aus dem Fenster geschmissen. Den Säugling aus dem Fenster geschmissen. Das war da oben übrigens. Da hat der Michael Jackson sein Kind rausgeschmissen. Guck mal, und da filmen uns der asiatische Junge auch gern. Ja. Der liebt uns. Und da sind unsere Rettungsdienstler. Ja? Vom Blauer Stern von Berlin. Die sind sehr nett. Sagt mal Hallo. Hi. Süß sind die. Der Mann am Lenker hat extrem schöne Oberarme. Der ist süß, oder? Der geil. Der ist ein bisschen süß. So, und das war's jetzt erstmal. Sharing is caring.